da die F9F beim Fahrwerk eine Besonderheit darstellt, da die Räder im eingezogenen Zustand immer noch ca. 45 Grad nach unten zeigen, aufgrund der Rumpfform, habe ich mir was einfallen lassen. As the retracts of the F9F Panthers are in the retracted position still about 45 degrees down because of the fuselage, I decided to change the retracts, the electric retracts from eFlight I'm using to work with this. Also habe ich mich entschlossen, die Fahrwerke von eFlight etwas anzupassen, um mit der Situation entsprechend zurechtzukommen. Also die normale Funktion eines eFlight Fahrwerks ist wie folgt. The normal operation of the eFlight retracts is like this. As we all probably know. Okay, and now I added this small part here, it's a switch. And if I flip the switch and I press this one, it stops retracting. So I can go back, down, and I press and it stops retracting. So I can use this micro switch to stop the retract from retracting. So the plan is to mount this switch somewhere along the leg. Also der Plan ist es nun, diesen Mikroswitch, der das Zufahren des Fahrwerks stoppt, so zu montieren, dass das Fahrwerksbein beim Einziehen den Switch drückt und somit selbstständig das Einfahren beendet. So the retracting leg will press down the button and stop the retracting by itself. Auf diese Weise kann man im Prinzip jeden beliebigen Winkel für ein Fahrwerk erreichen. Und wie ich diesen Schalter eingebaut habe, werde ich noch zeigen. With this method you can stop the retract at any angle, and I will show you how I added this function. Of course, you lose your warranty. Natürlich verliert man seine Garantie, wenn man das Fahrwerk öffnet, because you have to open up the retracts. Okay, what we're going to do is now disassemble this retract and solder in two wires for the switch. I use copper wire, insulated copper wire for coils. Also wir werden das Fahrwerk zerlegen und zwei Drähte anlöten zur Montage des Schalters. Ich verwende dazu mit Lack isolierten Kupferdraht, der für Spulen verwendet wird. Okay, let's go. First we disassemble. Retract. We have to take off the sticker. There is the screw under the sticker. Okay, you lose your warranty now. Also jetzt verlieren wir unsere Garantie. Also nur machen, wenn man weiß, dass das so ist. So just make this if you know what you're doing or if you're sure, no problem if you lose your warranty. Okay, we opened up and here we go. So we got our motor, the gear and the retract mechanism. So here we have the motor, das Getriebe und den Einzugsmechanismus. And here is a small electronic which does all the work. Das ist eine kleine Elektronik, die das ganze Funktion steuert. And we see that there are two contacts on each end, which makes the motor stop. Das sind zwei Kontakte an jedem Ende, die jeweils den Motor beim Einziehen stoppen. And we will solder on the two wires on this end to this contact, so we can close this contact
even if it's not at the end. Und somit können wir dann den Kontakt hier schließen, ohne dass das Fahrwerk bis zum Ende bereits eingezogen ist. We have to remove the insulation of this wire. Wir müssen hier den Lack entfernen, die Isolation. Hier muss der Draht vorne verzinnt werden. Das hilft uns auch zu sehen, ob die Isolation ordentlich entfernt wurde, da der reine Kupferdraht mit Isolation nicht verzinnt werden kann. Dann schauen wir das ein gutes Stück. Dann wir trim down the soldered part. Dann kürzen wir den verzinnten Bereich, damit es nicht zu lang übersteht. And then we can solder it to this contact. Noch ein zweites Mal und the whole thing a second time. Okay, that's it. Also jetzt sieht man, wir haben diese zwei Drähte hier angelötet. Now I can see both wires are connected to this switch. To put all the things back, be careful with the wires so they won't get shortened or something. Of the case, just cut out a very small hole where the wires can come out. Ich schneide ein kleines Loch hier in den Boden, wo wir die Drähte austreten lassen können. Vorsichtig sein, wieder zusammensetzen, dass nichts passiert. Just be careful not putting the things together again. Okay, seems to be okay now. Nach dem Zusammensetzen sollte man das Fahrwerk auf normale Funktionalität überprüfen, ob alles noch normal funktioniert. After putting it together again, you should test if everything works normal, without a special stop or something. Just full extend and full retract. Also komplett ausgefahren und komplett eingefahren. Einmal testen. Und erst wenn das funktioniert, den Schalter in Betrieb nehmen. And if this test is successful, then we connect the switch and use it. Okay, so I can cover it up and yeah, the next is the test. Okay, let's see if everything works normal. Okay, that's good. So the retract is working. Let's see if the it turns off itself. It's blocked. This is also working. All the directions. Okay, it turns it off if it's blocked. Now we're gonna connect the switch to this end and test again.
Okay, now the switch is connected, and yeah, it's a bigger one than the other one, but doesn't matter. Let's see if it works. Okay, you can see. And even if I stay on it, you can extract it. Okay, everything's working fine, so the next step can be done. Also wie man sieht, funktioniert alles einwandfrei. Diesmal haben wir einen etwas größeren Switch montiert. Welche wir im Endeffekt montieren werden, wird sich dann im Modell zeigen. Okay. Und wir haben das Fahrwerk einmal provisorisch installiert. And we installed the retracts for testing. We use our own custom legs. Wir haben die Fahrwerksteine verwendet, die wir auch für die T45 haben fertigen lassen. Und die sehen auch sehr nett aus für die F9F. Wie man sieht, fahren die Hauptfahrwerke nicht komplett ein. As you can see, the main retracts don't retract completely. This is because of the microswitch we installed. Also das Hauptfahrwerk fährt nicht komplett ein, weil wir das mit Hilfe dieser Microswitch-Schalter, die wir dem Fahrwerk hinzugefügt haben, verhindern können. Auf diese Weise bleiben die Räder in der richtigen Position stehen. So the wheels stop at the correct position. Of course the wheels will be covered with these parts here. Like so, oops. Like so. Also die Räder werden hier entsprechend abgedeckt. Natürlich muss es noch lackiert werden. Of course this will be painted. And then we got nice covers for the retracts. For the main retracts. The nose retract will also have a cover, but we're not sure how we will implement this one. Natürlich haben wir auch vor, für das Bugfahrwerk eine Abdeckung zu machen oder Gear Doors zu machen. Das wird sich aber noch zeigen, wie wir das genau implementieren werden.